X-Men Erste Entscheidung beschäftigt sich mit den Anfängen der Beziehung zwischen Professor X und Magneto. Mein Name ist Xavier, Charles Xavier, angenehm. Reizend. Und letztendlich der Gründung der X-Men. Charles wuchs in einem wunderschönen Anwesen in behüteter Umgebung auf, wogegen Eric im Prinzip von klein auf ohne Eltern überleben musste. Eric war durch den Holocaust verbittert und ganz auf Rache versessen. In dir steckt so viel mehr, als du ahnst. Nicht nur Schmerz und Wut. Da ist auch Gutes in dir, ich hab's gefühlt. Das ist die Dynamik des Films. Zwei Leute mit so unterschiedlichen Anfängen. Sie wissen, dass sie zusammenkommen und die Welt verändern werden. Ich nenne es Cerebro. Durch die Elektronen wird Charles mit dem Sender auf dem Dach verbunden. Wenn er einen Mutanten wahrnimmt, dann schickt sein Gehirn ein Signal über ein Relais. Ein Gerät, das Professor X dazu verwendet, Mutanten zu orten. Okay, Mutants. Sind wir jetzt die neue Mutantendivision der CIA, ja? Sowas in der Art. Er beginnt zu sehen, wo auf der Welt all die anderen Mutanten leben und findet einige vielversprechende Seelen. Wie wär's mit dem Job, bei dem du dich nicht ausziehen musst? Wir haben ein Problem. Sie rekrutieren. Mutanten sind die Menschen, die diese außergewöhnlichen Kräfte besitzen. Sie sind wie der Homo sapiens zum Neandertaler. Mutanten sind die nächste höhere Stufe. Ich muss die ganze Zeit an all die anderen denken. Ich habe sie gefühlt. Die Welt fängt gerade erst an zu verstehen, dass es Mutanten gibt. Es gibt die jüngere Generation von Mutanten, die ihre Kräfte entwickeln und entdecken. Wir können ihnen helfen. Können wir das? Mit der Kennzeichnung fängt alles an. Und am Ende treiben sie uns zusammen, experimentieren herum und eliminieren uns. Man sieht diese Leute nur an und sie schämen sich und sie fühlen sich als Außenseiter. Du willst, dass die Gesellschaft dich akzeptiert. Aber du akzeptierst dich nicht einmal selbst. So ist es für sie alle, ein Mutant zu sein. Es ist das dunkle Geheimnis, das einen hindert, vielleicht das Leben zu führen, das man sich wünscht. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich mir wünsche, normal zu sein. Professor X war ein wenig wie ein Martin Luther King während der Bürgerrechtsbewegung. Und Magneto war ein Malcolm X-Charakter. Beide hatten sehr ähnliche Ideologien, doch gleichzeitig sehr unterschiedliche Wege, diese Ziele zu erreichen. In der Geschichte ging es aber eigentlich nicht um Gut und Böse, da ging es um die animalische Natur des Menschen und seinen Kampf, sie zu kontrollieren. Unser großes Ding ist immer Toleranz gewesen. Wenn du anders bist, sei stolz drauf, es ist okay. Du bist ein hinreißendes Wesen. Dein ganzes Leben lang haben sie versucht, dich zu zähmen. Es ist Zeit, dass du dich befreist. Wenn eine stärkere Spezies mutiert, ist das Erste, was sie tut, die Schwachen zu eliminieren. Charles versucht, einen friedlichen Weg zu finden und Eric ist mehr wie, wach auf, lass es uns einfach tun. Schon morgen wird die ganze Menschheit erfahren, dass Mutanten existieren. Sie werden uns fürchten. Und diese Furcht wird in Hass umschlagen. Auf der einen Seite sind Mutanten, die glauben, dass ihre Superkräfte sie überlegen machen. Auf der anderen Seite sind Charaktere wie Xavier, die glauben, dass Mitgefühl überlegen macht. Es liegt an uns, die besseren Menschen zu sein. Das sind wir doch jetzt schon. Wir gehören hier nicht her. Und dafür müssen wir uns bestimmt nicht schämen. Du willst dich nicht gegen die Welt stellen, oder? Du willst ein Teil von ihr sein. Am Ende muss man sich für eine Seite entscheiden. Wer ist auf meiner Seite? Eric, hör mir bitte genau zu, mein Freund. Zu töten wird dir keinen Frieden bringen. Friede war nie eine Option. X-Men Erste Entscheidung. Ab 9. Juni nur im Kino.